Jetzt können wir nochmal zu den Funktionen kommen. Es heißt immer, Funktionen sind auch Relationen, aber halt spezielle Relationen. Mich hat das irgendwie immer so ein bisschen verwirrt. Was ist denn jetzt irgendwie spezielle Relation? Konnte ich nicht so greifen. Was das eigentlich nur bedeutet, eine Funktion ist auch eine Relation, aber die hat noch ein paar Einschränkungen. Die darf nicht alles haben, was eine normale Relation hat. Also da sind ein paar Bedingungen dabei. Die eine Bedingung ist Linkstotalität und die andere Bedingung ist Rechtseindeutigkeit. Ich schreibe das jetzt deswegen nicht hin, weil ich es gar nicht hinschreiben will. Wer will, das steht im Wiki drinne. Was das bedeutet ist, wenn eine Relation eine Funktion sein soll, ich schreibe mal hier testweise das hier hin. Also wir haben uns ja, wir machen jetzt mal hier alles mit geordneten Paaren, also mit zwei Tuppeln. Oder mit zwei Tuppel, so in der Art. Eine Eigenschaft, die also jetzt erfüllt sein muss, ist die, dass es für jedes Teil in A, also für jedes Teil auf einer Seite, für dieses A hier, gibt es auch was auf der anderen Seite, für dieses B hier. Also es muss quasi immer so einen Partner geben. Was heißt das jetzt konkret? Wir können noch mal kurz zurückgehen in dieses etwas chaotische Bild hier. Warum ist jetzt das Grö die größer als Relation keine Funktion? Wir können das genau sagen. Wir haben nämlich hier die 1. Und die 1 ist nicht größer als die 1. Und auch nicht größer als die 2. Wir haben ja hier angegeben für diese Relation, also für unsere größer als Relation, die ist natürlich nicht immer nur die natürlichen Zahlen, haben wir jetzt angegeben, es dürfen nur die natürlichen Zahlen sein. Das bedeutet aber, es gibt keine natürliche Zahl, die größer ist, wo 1 größer ist. Zumindest nicht, wenn wir außer 0 haben. Wir machen jetzt hier außer 0. Und deswegen ist unsere größer als Relation keine Funktion. Die 1 ist also nicht da. Ich gehe wieder nach vorne. Oh. Das ist nämlich, dann wäre dieses A einmal nicht belegt sozusagen. Dann gäbe es kein B für dieses A sozusagen. Und so, und die zweite Bedingung ist, dass es immer einen Partner geben muss. Nur einen. Es darf nur einen geben. Das heißt, das eine zu diesem einen A, wenn ich hier irgendwie eine 1 irgendwann mal drinstehen habe, dann darf ich hier nicht eine 2 haben und dann irgendwann nochmal eine 1 haben und hier eine 3 haben. Das geht nicht. Also es darf nur einmal die 1 auf der linken Seite stehen. Rechts darf das so oft stehen, wie ich will. Also wenn jetzt hier zum Beispiel, können wir aus der 1 auch eine 2 machen. Wenn hier jetzt eine 2 ist, dann kann hier auch eine 2 sein. Das ist überhaupt kein Problem, dass die hier gleich sind. Aber die hier vorne, die dürfen nur einmal vorhanden sein. Wir gehen wieder kurz zurück. Wir sehen nämlich hier zum Beispiel, deswegen ist diese Größe als Relation auch keine Funktion, weil wir haben ja hier einmal die 3 und wir haben ja auch hier einmal die 3. Und wir haben hier die 4 und da die 4 und ganz oft. Also auf der linken Seite stehen ganz oft dieselben Zahlen. Und das darf nicht sein, wenn man eine Funktion hat. Ich gehe wieder nach vorne. Das kann man sich auch ganz leicht überlegen, wenn man das jetzt aus der Schule kennt mit den Funktionen. Da hat man hier so ein Koordinatensystem, dann zeichnet man die ein. Oh, das wollte ich nicht. Und da macht man ja meistens so irgendwie hier einen Punkt, da einen Punkt, da einen Punkt, da einen Punkt, da einen Punkt, für jeden Wert so. Und es kann ja nicht sein, dass es, also wenn ich jetzt eine Kurve habe, dass ich einmal einen Wert hier habe und einmal einen Wert hier. Und vielleicht nochmal einen Wert hier. Wie soll denn die Kurve hier aussehen? Das geht ja gar nicht. Also das geht nicht bei Funktionen. Aber ansonsten sind Funktionen auch Relationen. Das heißt, alles, was ich eben erklärt habe, gilt auch alles für Funktionen. Also zum Beispiel diesen hier. Man könnte jetzt schreiben, irgendwie dieses Tuppel von a und b ist ein Element von der Funktion f. Ich gehe nochmal zurück. Haben wir hier auch geschrieben, zum Beispiel a, 3,2 ist ein Element von größer als. Also kann man hier auch ganz normal schreiben. Das einzig Wichtige ist nur, was man sich merken muss, was ich eben erklärt habe, dass es auf jeden Fall von hier nach hier gehen muss sozusagen, aber dass diese Seite hier nur einmal vorhanden sein darf.